hier an der Universitätsklinik Göttingen in der Abteilung Psychiatrie und Psychotherapie und wollen herausfinden, wie die Psychiatrie im 21. Jahrhundert funktioniert. Und dazu spreche ich mit Professor Dr. Peter Falkey, dem Leiter dieser Abteilung. Herr Falkey, vielen Dank, dass Sie Zeit für uns haben. Sehr gerne, Herr Leitner. Ich kann mir vorstellen, dass mit diesen modernen Techniken von Genetik und Bildgebung es für Psychiater aktuell eine sehr aufregende Zeit ist. Stimmt das? Ja, absolut. Also ich würde mal sagen, dass in der heutigen, vielleicht in den letzten 10, 20 Jahren diese Methoden uns natürlich Möglichkeiten gegeben haben, das menschliche Gehirn viel besser zu verstehen. Wobei man immer natürlich auch mit ein bisschen Abstrich sagen muss, wir haben uns schnellere Fortschritte erhofft und ich sage das jetzt mal, besseres Verständnis. Trotzdem, ohne jede Frage, Bildgebung ist eine einmalige Chance, das Gehirn in seiner Struktur und Funktion zu untersuchen. Und gerade die modernen molekulargenetischen Methoden sind natürlich beeindruckend. Nicht zu vergessen, auch die Tiermodelle, die wir hier entwickeln können und in den letzten Jahren entwickelt haben, sind einfach ganz wichtig, um die Funktion oder die Dysfunktion des Gehirns zu verstehen. Das heißt, wenn man das so zusammenfassend sagen kann, liegt der menschliche Geist aktuell unter der Lupe der Neurowissenschaften? Kann man so sagen. Auf den Punkt gebracht, wir haben eine Lupe oder wir haben mehrere Lupen, mit denen wir drauf gucken können. Ich glaube, das Problem ist eher, dass es leider nicht nur eine ist, sondern eben mehrere und wir sehr viele Daten im Augenblick generieren. Und die Frage wird sein, wer setzt uns das zusammen und wie setzt man es zusammen? Jetzt ist ja der Mensch von Natur aus Dualist. Also wenn wir kleine Kinder fragen, dann unterscheiden die schon sehr deutlich zwischen sich und ihrem Körper und Descartes hat das ja auch nicht anders gesagt. Wie ist denn das aktuelle Bild der Psychiatrie von Materie und Geist, von Geist und Gehirn? Naja, wir haben ja diesen Dualismus durchaus, ich sag mal, aufgehoben und ich meine auch, es ist eigentlich geschickter, wenn man es zusammendenkt. Ich will Ihnen das am Beispiel der Depression wirklich auf den Punkt bringen. Ja, also wenn Menschen eine Depression haben, dann haben sie psychische Beschwerden ohne jede Frage. Das heißt also, die Stimmung ist schlecht, der Antrieb ist schlecht. Aber gleichzeitig haben sie viele körperliche Beschwerden. Das heißt, der Appetit ist schlecht, das Schlafen ist schlecht. Und andere Funktionen wie Sexualität sind beeinträchtigt. Das heißt, es gibt immer bei psychischer Funktion, also Gesundheit, aber auch Dysfunktion, immer eine Interaktion, ein Spiel zwischen letztendlich den geistigen Funktionen und dem Körper. Und um es nochmal weiterzutreiben, wenn Sie eine chronische Depression haben, die nicht richtig behandelt wird, haben Sie auch körperlich ein paar Probleme. Das heißt, der Cortisolspiegel ist hoch. Das bedeutet gleichzeitig, Sie werden höchstwahrscheinlich, oder Sie haben ein höheres Risiko, einen Herzinfarkt zu bekommen. Sie werden mehr Fett einlagern und Sie werden ein höheres Osteoporoserisiko haben. Das zeigt Ihnen eindeutig, gibt es eine sehr, sehr gute Literatur dazu, dass wenn ich psychisch krank bin, und dieses längerfristig, dann wird es automatisch auch zu körperlichen Beschwerden kommen. Und zwar gravierenden körperlichen Beschwerden kommen. Das heißt, ich würde so sagen, man kann psychische Erkrankungen ohne den Körper und umgekehrt den Körper mit körperlichen Erkrankungen ohne Psyche gar nicht denken. Nun gibt es natürlich psychologische Gründe, warum der Geist aus dem Tritt gerät. Also eine Trauer kann durchaus in die Depression führen. Aber es trifft doch den einen durchaus mal härter als den anderen. Sie haben das Thema Trauer angesprochen. Nehmen wir das Thema Liebeskummer, um es mal vielleicht ganz als ein jedem nachvollziehbares Beispiel. Es gibt Personen, die sind 2-3 Tage traurig oder kürzer und haben bereits den neuen Partner im Sinn. Und andere haben große Schwierigkeiten, sich zu lösen, ja, von einem Partner zu lösen und haben auch große Schwierigkeiten, einen neuen zu finden. Da ist die Trauer viel länger. So. Was kommt hier zusammen? Meines Erachtens ist das Bett, wenn man so will, auf dem sich das abspielt, ohne jede Frage ein bisschen meine Anlage. Wie bin ich? Bin ich immer jemand, der sehr genau ist, der eher haftet, der schwer loslassen kann? Dann werde ich wahrscheinlich eher zum Zweiten neigen. Aber, und das ist eben auch ganz wichtig, wie habe ich es gelernt? Ja, also wenn ich zum Beispiel in einer Umgebung aufwachse,
wo feste Partnerschaften ganz wichtig ist, wo man miteinander vernünftig umgeht, wo ich gelernt habe, es lohnt sich, in eine Partnerschaft zu investieren, werde ich wahrscheinlich eine andere Einstellung haben zur Partnerschaft, als wenn ich Partnerschaft nie kennengelernt habe, weil beispielsweise mein Vater nie da war, weil er verstorben war oder einfach die Eltern sich früh getrennt haben. Also ich würde mal sagen, da kommt Persönliches, also sprich, was bringe ich mit, und eben meine Biografie. Und auf diesem Hintergrund reagiere ich dann in einer gegebenen Situation, also wie beispielsweise den Verlust eines Partners im Rahmen des Liebeskummers. Und da wird es dann entsprechend eine heftigere oder weniger heftige Reaktion geben. Das ist zum Beispiel auch ganz wichtig in der Therapie. Sie haben natürlich recht, wir müssen das verstehen, ja, um dann den Menschen besser zu helfen, zum Beispiel über diese Krise hinwegzukommen. Die Situation als solches, die muss man sich angucken, aber man muss dann auch immer, ich finde, den Menschen angucken, wie er die Probleme löst. Ja, und gerade diese Lösungsansätze, die können ja dann etwas beeinträchtigt sein, mit anderen Worten, ja, dysfunktional, wie wir das nennen. Das heißt, mit anderen Worten, daran kann es liegen. Und das ist ja ein wunderbarer Ansatz. Die Situation selber kann ich ja meistens nicht mehr verändern. Ja, aber ich kann meine Art, wie ich Dinge aufnehme, wie ich sie versuche, für mich zu integrieren, und vielleicht in Zukunft kann ich dann mit einem ganz anderen Konzept an dieses Problem angehen. Aber es gibt auch rein körperliche, also medizinische Ursachen für psychische Störungen, oder? Natürlich gibt es so etwas. Also früher haben wir das, wenn wir das Beispiel Depression nennen, ja, haben wir das die sogenannten endogenen Depressionen genannt. Im Unterschied zur reaktiven, ja, Reaktion als Trauer beispielsweise auf den Tod eines nahen Angehörigen. Endogen hat impliziert, da ist in mir etwas drinnen, ja, anlagebedingt wie auch immer. Und ohne dass es hierfür klare Ursachen gibt, entwickle ich eine schwere Depression. Gut. Natürlich ist es so, es gibt Menschen, das ist bei jeder Erkrankung so, deren Anlage für die Ausbildung der Erkrankung so deutlich ist, dass schon die normalen Umweltfaktoren ausreichen, um diese Erkrankung anzuschieben und letztendlich zu einer Erkrankung zu führen. Trotzdem wird es immer so sein, wie ich immer sage, Sie müssen trotzdem immer gucken, gibt es Umweltfaktoren, die hier modulierend eingreifen. Das heißt, wir wissen beispielsweise, dass chronischer Stress, also auch wenn Sie die Anlage haben, eine Depression zu entwickeln, ja, wird sie nicht immer automatisch zur Ausprägung kommen, zur Erkrankung kommen, wenn Sie nicht gewisse Konstellationen haben. Also die Leute sind beispielsweise weniger Stress, sie können weniger Stress vertragen. So, das heißt mit anderen Worten, wenn ich das aber weiß, dass das eine stressassoziierte Erkrankung ist, dann muss ich zum Beispiel gucken, dass ich Stresshygiene mache. Beispiel, ja, wenn ich sehe in meiner Partnerschaft, da hakt es, da klemmt es, muss ich eben früh und proaktiv sagen, komm, da muss ich mich um beispielsweise eine Lösung kümmern, indem ich zum Beispiel eine Paartherapie mache, oder beruflich, wenn ich merke, ja, ich bin da unglücklich an meinem Arbeitsplatz, dass man es eben anspricht und dass man dann auch sagt, lass uns versuchen, das irgendwie zu lösen. Ich glaube, man muss anerkennen, dass wenn ich eine gewisse Empfindlichkeit habe, eine psychische Erkrankung wie Depression zu entwickeln, muss ich einfach aufmerksamer sein für mögliche Auslöser. Aber unabhängig davon wird es immer Menschen geben, die, auch wenn sie besonders darauf achten, die Umgebung besonders darauf achten, trotzdem krank werden. Das ist so. Jetzt kann ich mir vorstellen, Herr Falkey, dass der Geist ein genauso komplexes Wesen ist, wie das Gehirn ein komplexes System ist. In diesen mehrfach jetzt komplexen Systemen nach Ursachen zu suchen für psychische Störungen, das kann doch gar nicht einfach sein. Wie setzt man denn da an? Reduktionismus ist das Wort. Also letztendlich, man fokussiert sich auf eine Fragestellung oder beziehungsweise auf ein System. Und ich habe ja vorher im Zusammenhang gesagt, dass die Patienten Beschwerden haben und die man versucht, man runterzudampfen auf Wesentliches. Also beispielsweise kann man Emotionalität induzieren, messen. Sie können Gedächtnisvorgänge reduzieren und messen. Und genau das können Sie dann, wenn Sie entsprechende Aufgabenstellen im Gehirn nachweisen. Das heißt mit anderen Worten, ich kann dann die Veränderung der Gehirnfunktion kann ich bildhaft darstellen. Das ist die funktionelle Bildgebung. Ja, und genau das tun wir. Also wenn Sie überlegen, wenn ich zum Beispiel einen Patienten untersuche mit einer Depression, ja, dann versuche ich eben diesen Aspekt der Stimmung, der schlechten oder der guten Stimmung,
Beziehung. Dann beispielsweise den Aspekt, wie nehme ich Bilder wahr, positive, negative Bilder. Da werden Teile des Gehirns aktiviert oder unterdrückt und genau das kann ich darstellen und das stelle ich dar. Und den Bereich nennt man systemische Neurowissenschaften, beispielsweise in der Psychiatrie, wo man in der Tat die Systeme, die etwas mit der Funktion von uns Menschen zu tun haben, diese Systeme abbildet. Und das schauen wir uns jetzt an. Ja, genau. Und zwar den Bereich der systemischen Neurowissenschaften, der bei uns geleitet wird von Herrn Professor Gruber. Wir sind jetzt bei Professor Gruber in der Abteilung Physiologie und Pathophysiologie neurofunktioneller Systeme. Herr Gruber, klären Sie uns auf. Ja, was wir hier machen ist, wir untersuchen zunächst einmal bei gesunden, ganz normalen Menschen Gehirnfunktionen und wie diese im Gehirn implementiert sind. Was wir finden ist, dass zum Beispiel bei Arbeitsgedächtnis oder bei Aufmerksamkeitsfunktionen schon sehr, sehr komplexe Netzwerke von Gehirnregionen gemeinsam hier die Arbeit tun, um diese höheren kognitiven Funktionen letztlich uns zu ermöglichen. Was man hier sieht, sind verschiedene Netzwerke, die Teilfunktionen des Arbeitsgedächtnisses erfüllen. Und auf der rechten Seite hier sieht man zusätzlich Netzwerke, die mit basalen Aufmerksamkeitsfunktionen zu tun haben. Und diese Netzwerke identifizieren wir in Studien an Gesunden und machen dann klinische Studien an Patienten mit verschiedenen psychischen Störungen, psychiatrischen Erkrankungen. Und was Sie hier sehen, ist eine Studie bei schizophrenen Patienten, die während der funktionellen Kernspintomographie, während ihrer Gehirnaktivität gemessen wurde, Arbeitsgedächtnisaufgaben durchgeführt haben. Und was man sieht, ist, dass bei gesunden Kontrollen üblicherweise bei der Durchführung solcher Kurzzeitgedächtnisaufgaben frontale, also Stirnhirnregionen, funktionell interagieren, zum Beispiel mit dem Hippocampus, also dem Seepferdchen in der Tiefe des Gehirns. Und diese Kopplung zwischen diesen Gehirnregionen, die ist eben bei schizophrenen Patienten signifikant gestört, insgesamt in der gesamten Gruppe der Patienten, aber besonders stark bei solchen Patienten, die auch ein hohes Maß an psychotischer Symptomatik aufweisen, also die sehr viel Stimmen hören oder auch Warnsymptome haben. Wenn man sich dann anschaut, wie bei exakt derselben Aufgabe wieder in der funktionellen Kernspintomographie Patienten mit bipolarer Störung, also manisch-depressiver Erkrankung, wie das bei denen aussieht, dann sieht man, dass diese Patienten eine pathologische Aktivierung der Amygdala aufweisen, eine Gehirnregion, die mit emotionalen Prozessen zu tun hat. Emotionale Prozesse würden natürlich bei so einer Arbeitsgedächtnisaufgabe nur stören. Und deswegen ist es auch so, dass bei gesunden Menschen üblicherweise Amygdala-Aktivität aktiv gedrosselt wird, wenn die Netzwerke, die Arbeitsgedächtnisnetzwerke aktiv werden. Und diese aktive Suppression, Drosselung von Amygdala-Aktivität, das Unterdrücken von Emotionen, wenn man so will, während der Aufgabe, das ist bei den bipolaren Patienten gestört und deswegen zeigen die auch diese pathologische Aktivierung der Amygdala. Das heißt, im Prinzip arbeiten Sie hier primär mit bildgebenden Verfahren. Das ist richtig. Wir arbeiten primär mit den bildgebenden Verfahren bei Gesunden und bei Patienten. Das letztendliche Ziel natürlich von solchen Studien ist, in diesen bildgebenden Verfahren, in den Mustern von Aktivierungen letztlich Merkmale zu finden, die die Patienten speziell auszeichnen und anhand derer man beispielsweise vorhersagen kann, welcher Patient auf welche spezifische Therapie besonders gut anspricht und auf welche weniger gut. Das wäre ein Beispiel dafür. Andere Beispiele wäre, dass man vorhersagen kann, ob ein Patient mit leichten Symptomen später tatsächlich die Erkrankung bekommt oder ob es eben nicht dazu kommt. Das heißt aber auch, Ihre Versuchsaufbauten müssen unglaublich konkrete Fragen stellen, damit Sie diese Systeme auch genau definieren können, oder? Das ist exakt, das sind sehr komplexe Paradigmen, sagen wir dazu, also Experimente, mit denen wir arbeiten, die letztlich aus der Experimentalpsychologie kommen. Und man hat immer Aufgaben, mit denen man eigentlich die Prozesse anwerfen will, die einen interessieren. Und dazu aber auch Kontrollaufgaben, die sich möglichst nur in diesem einen Punkt von der Aktivierungsaufgabe, wie man dazu sagt, unterscheiden sollten. Wenn man die miteinander vergleicht, sozusagen in der Bildgebung, dann findet man sehr spezifisch die Gehirnareale und die funktionellen Interaktionen, die mit dem kognitiven Prozess wie Arbeitsgedächtnis oder Aufmerksamkeit zu tun haben. Kennen Sie schon aus? Das ist gut. Wir sind jetzt bei Dr. Hassan in der kortikalen Physiologie.
Was mir als erstes eingefallen ist, wenn es um noninvasive Stimulation des Gehirns bei psychischen Erkrankungen geht, dann denken die meisten Leute sofort an Elektrokrampftherapie. Und obwohl wir im 21. Jahrhundert sind, es ist nach wie vor ein probates Mittel. Es ist sogar mit das effektivste Mittel. Aber wir machen hier was ganz anderes. Wir machen generell die nicht-invasive Hirnstimulation. Nicht-invasiv bedeutet, dass wir von außen durch die Schädelkarotte das Gehirn stimulieren. Das können wir mit Magnetpulsen machen, das können wir mit Gleichstrom machen. Genau. Sprechen wir hier von Therapie oder sprechen wir hier von Forschung? Beides. Langfristiges Ziel ist es, Therapie zu machen. Sie können diese Methoden aber auch benutzen, um verschiedene Systeme zu modulieren und zu erforschen. Das bedeutet, dass wir damit A, die Funktion des Gehirns im gesunden und im kranken Zustand charakterisieren können, aber auch B, die gleichen Methoden nehmen, um Therapie zu machen, natürlich mit anderen Konfigurationen und anderen Stimulationsdauern. Ein klassisches Beispiel ist, die Magnetstimulation wird jeden Tag in der Neurologie, beispielsweise in der Diagnostik der multiplen Sklerose, eingesetzt. Das heißt, man kann es sogar weiter treiben und sagen, wir haben auch ein diagnostisches Instrument. Also Diagnostik, Therapie und Forschung, je nachdem, wie Sie das Gerät oder die Techniken anwenden. Wir sind jetzt inzwischen am Max-Planck-Institut für experimentelle Medizin und bei Herrn Rosner, der hier Mäuse untersucht und die vor einem psychiatrischen Hintergrund untersucht, was sehr spannend ist. Ja, man kann sich durchaus die Frage stellen, warum man psychiatrische Phänomene in Mäusen überhaupt untersuchen kann, denn wir können ja mit den Mäusen zum Beispiel nicht reden. Aber bekannt ist, dass alle psychiatrischen Erkrankungen einen genetischen Anteil haben, aber auch durch Umwelteinflüsse beeinflusst werden können. Und hier sehen wir einen sehr einfachen experimentellen Ansatz, mit dem wir versuchen, Umweltbedingungen zu analysieren, und zwar indem wir versuchen abzubilden sehr einfache Haltungsbedingungen, die bei uns stehen für eine soziale Isolation, und eine Haltungsbedingung, die viel mehr dem natürlichen und der natürlichen Umgebung der Maus entspricht. Das heißt, hier werden die Mäuse in Gruppen gehalten, in normalen Gruppengrößen von 5 bis 7 Tieren. Sie haben verschiedene Möglichkeiten, sich zu verstecken, aber auch ihre Aktivität, ihre natürlichen Aktivität Lauf zu lassen. Sie können sich austoben im Laufrad und werden auch durch die Art und Weise, wie sie zum Futter gelangen oder zum Wasser, werden sie gefordert. Der andere Teil, der genetische Teil, den wir versuchen abzubilden in diesen Mausmodellen, ist so, dass wir in den Mausmodellen eben im Gegensatz zu der komplexen Genetik, die in den Patienten die Ursache der Erkrankung ist oder ein Teil der Ursache der Erkrankung ist, die versuchen wir in den Mausmodellen zu reduzieren auf einzelne Risikogene und versuchen zu verstehen, wie ein einzelnes Risikogen welchen Beitrag es leisten könnte im Zusammenhang der Erkrankung. Und dann können wir gleichzeitig durch die Veränderung der Umweltbedingungen, durch den Beitrag der Umwelt, versuchen zu verstehen, wie ein einzelnes Gen mit der Umwelt interagiert. In einem von unseren Beispielen konnten wir zum Beispiel zeigen, dass wir einen Einfluss eines Schizophrenie-Risikogens auf Kognition, auf Lernfähigkeit hatten, und unter sozial isolierten Bedingungen kommt dieser Effekt sehr stark zum Tragen. Wenn wir aber die entsprechenden Tiere unter diesen Bedingungen halten, sie also sensorisch stimuliert werden, unter sozial intakten Bedingungen gehalten werden, dann verschwindet dieser Genbeitrag. Das heißt, die Umwelt hat durchaus noch die Möglichkeit, oder verbesserte Umweltbedingungen, soziale Bedingungen haben einen Einfluss auf die Fehlfunktion eines einzelnen Genes zumindest. Okay, wir sind ja jetzt hier bei den Umweltbedingungen. Das heißt, wir sehen jetzt noch gar kein richtiges Verhalten, sondern eher nur die Art, wie die Mäuse groß werden. Wie schlägt sich denn das dann später nieder im Verhalten? Das schlägt sich sehr intensiv nieder. Also wir wissen, dass diese verschiedenen Umweltbedingungen sehr dramatischen Einfluss auf das Verhalten haben, auf das Lernverhalten, auf das Angstverhalten, auf das Neugierverhalten, auch auf die generelle Aktivität, auf die Fitness der Maus. Aber wir
müssen ja noch viel schwierigere Fragen stellen, denn wir wissen natürlich, dass die Umweltbedingungen sehr starke Einflüsse haben auf diese Verhaltensmodalitäten, die wir analysieren. Aber wir interessieren uns ja zusätzlich noch für diese kleinen, möglicherweise kleinen, sehr spezifischen Änderungen, die durch die genetische Veränderung zutage kommen. Und dazu nehmen wir eben die Tiere, die über relativ lange Zeit, über ihr ganzes Leben, in diesen verschiedenen Umweltbedingungen gehalten wurden, und nehmen diese Tiere und analysieren sie in verschiedenen Tests, mit denen wir verschiedene Verhaltensmodalitäten quantitativ analysieren können. Dazu gehört eben zum Beispiel dieser sogenannte Open Field, offenes Feld Test oder Nose-Poke-Test, bei dem wir das Neugier-, Angst- und Aktivitätsverhalten der Tiere testen können und quantifizieren können. Ja, also hier sehen wir jetzt eben so ein typisches Neugierverhalten. Die Maus schnüffelt in diesen Öffnungen, wahrscheinlich getrieben durch ihr Interesse an möglichen neuen Futterquellen, bewegt sich aber überwiegend am Rand dieser Arena. Das ist ein ganz natürliches Verhalten von Mäusen, die natürlich auf dem offenen Feld im Angriff von einem Adler oder Fuchs oder wie auch immer viel leichter ausgesetzt sind. Deswegen bewegen sie sich gerne in Schutzzonen. Mäuse haben natürlich ein ganz normales Angstverhalten, versuchen offenen Arenen, offenen Feldern aus dem Weg zu gehen, da sie da ein leichterer Angriffspunkt für Fressfeinde sind. Aber auf der anderen Seite sind Mäuse auch sehr schlaue Tiere, und wir können auch mit sehr vielen verschiedenen Tests verschiedene Formen der Lernfähigkeit und der Gedächtnisbildung abbilden. Zum Beispiel können wir in sehr einfachen experimentellen Tests, die auch in Hunderten von Laboren weltweit durchgeführt werden, ihr räumliche Gedächtnisbildung in Abhängigkeit von räumlichem Lernen abbilden. Wir wissen, dass in den meisten psychiatrischen Erkrankungen, insbesondere in den Phasen, wenn diese Erkrankungen sehr stark ausbrechen, insbesondere auch Kognition, Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Lernfähigkeit stark reduziert ist. Herr Hasan, wir haben jetzt Mäuse gesehen, also dadurch auch die Genetik. Wir haben über Wachstumsfaktoren gesprochen, wir hatten bildgebende Verfahren, wir hatten systemische Störungen. Bei all dieser Forschung, was kommt denn schlussendlich hier jetzt in der Klinik beim Patienten an? Diese Frage muss man eigentlich mit zwei Antworten beantworten. Das erste ist, dadurch, dass wir über neurobiologische Forschung psychiatrische Erkrankungen immer besser erklären können, das heißt neurobiologisch erklären können, führt das zu einer Entstigmatisierung des Patienten, weil es nicht mehr in Anführungszeichen Geisteskrankheiten sind wie früher, sondern Erkrankungen mit einem neurobiologischen Ursprung. Also Entstigmatisierung wäre die erste Antwort. Die zweite Antwort ist, dass durch diese Grundlagenforschung sich zunehmend Therapien entwickeln. Ich will Ihnen einfach zwei Beispiele nennen. Hypothetisch denkbar ist, dass man in der funktionellen Bildgebung dysfunktionale Netzwerke erkennt und diese gezielt medikamentös, mit Stimulationsverfahren, aber auch mit spezifischen psychotherapeutischen Verfahren behandeln kann. Das zweite ist, Sie sagten Wachstumsfaktoren, gemeinsam mit dem Max-Planck-Institut und dieser Klinik wurde eine Studie durchgeführt, wo der Wachstumsfaktor Erythropoietin, die meisten kennen es vom Rennradfahren, genutzt wurde, um Patienten mit einer schweren und chronischen Schizophrenie, man muss sagen, erfolgreich zu behandeln, natürlich in einem experimentellen kleinen Sample. Also ist in Zukunft durchaus zu erwarten, dass wir mit dieser Grundlagenforschung Therapien machen. Und das beste Beispiel ist, wenn Sie vor 50 Jahren eine Schizophrenie gehabt hätten oder vor 30 Jahren, war das Outcome so viel schlechter, weil die Behandlungsmaßnahmen viel schlechter waren als heute. Und genauso wie die therapeutischen Maßnahmen immer besser werden müssen, ja, kann die Grundlagenforschung dahingehend helfen, dass wir eben einfach die Grundlage dafür liefern, einfach gute Therapie zu machen. Aber es braucht Zeit. Okay, das heißt, in 10, 20 Jahren wird es noch besser. Davon gehe ich aus, und wichtig ist, Geduld zu haben. Herr Hasan, vielen herzlichen Dank. Gern geschehen.